Krankenhäusern lauern Bakterien einer besonders tückischen Form der Lungenentzündung, der sogenannten Legionärskrankheit. Ihr Name wurde 1976 im Zusammenhang mit einem Treffen von Kriegsveteranen der American Legion in einem Hotel in Philadelphia erfunden. Damals erkrankten in wenigen Tagen 149 Veteranen an einer schweren Lungenentzündung. 29 kamen um. Nach wissenschaftlichen Schätzungen sterben in der Bundesrepublik jährlich zwischen 1.000 und 3.000 Menschen an dieser Krankheit. Über die möglichen Ursachen berichten Wolfgang Landgräber und Heiner Wember. Uniklinik Münster, Intensivstation. Ein Patient kämpft mit dem Tod. Die Entfernung eines Blutgerinnsels hatte er überstanden, dann plötzlich hohes Fieber, Lungenentzündung. Eine Sonde wird in die Luftröhre eingeführt. Die Bronchoskopie soll klären, ob es sich um Legionärskrankheit handelt, eine besonders tückische Art der Lungenentzündung. Sie bleibt häufig unerkannt und kann dann zum Tod führen. Mit einer Mini-Zange reißt der Arzt eine Gewebeprobe aus der Lunge. Befund: Legionärskrankheit. Wie bei diesem Patienten. Er liegt im Koma, wird künstlich beatmet. 5.000 bis 8.000 Menschen erkranken pro Jahr an der Legionärskrankheit. Die Todesrate kann nur geschätzt werden. Man kann davon ausgehen, dass die unbehandelte Legionellose etwa eine Todesrate, also Letalität von 15-25% hat. Das hängt natürlich sehr stark von der Grundsituation des Patienten ab, also ob es sich um einen primär gesunden Patienten gehandelt hat oder ob bereits schwere Grundkrankheiten vorliegen. Das bedeutet auf die Gesamtzahl berechnet etwa 2.000 bis 3.000 Fälle pro Jahr. Zumindest auf über 1.000 Fälle, aber auch Zahlen von 2.000 bis 3.000 wären plausibel, eine Schätzung zulassen, ja. Die Erreger unter dem Mikroskop. Legionellen kommen in natürlichen Gewässern vor, in Bächen und Seen. Doch nur in geschlossenen Warmwassersystemen vermehren sie sich explosionsartig und werden zu einer Gefahr. Zum Beispiel in großen Speichertanks, aus denen Duschen gespeist werden. Unter der Dusche vermischen sich Wasser und Luft zu einem feinen Nebel, der durch Einatmen in die Lunge gelangen und dort eine Infektion auslösen kann. Auch Warmsprudelbecken, sogenannte Whirlpools, sind ein idealer Nährboden für die heimtückischen Bakterien. In vielen Hallenbädern wird das Duschwasser nur noch auf Körperwärme erhitzt. Dieses Energiesparen hat die massenhafte Verbreitung der Legionärskrankheit erst ermöglicht. Sie bedroht alle, in Hotels, Heimen, Krankenhäusern und Bädern. Wie in diesem Fall. Nach einem schweren Autounglück wird eine junge Frau in die Klinik eingeliefert. Zwei Tage nach dem Frontalzusammenstoß scheint Silke Dreckmann über den Berg. Dann plötzlich eine erneute lebensgefährliche Krise. Der Ehemann erinnert sich. Ja, die Silke, die bekam plötzlich über Nacht hohes Fieber. Die wussten im ersten Moment auch nicht, wo es dran lag. Und dann wurde sie in eine Eischale gepackt, bis sich dann herausstellte, dass es die Lungenentzündung war. Wo hatte Silke Dreckmann sich mit Legionellen infiziert? Das kann auch ihr Arzt nur vermuten. Man kann sich solche Legionellen in Hotels, in Altenpflegeheimen oder auch in Badeeinrichtungen zuziehen, kann dann unerkannt Träger sein. Und wenn eine andere schwerwiegende Erkrankung hinzukommt, die zum akuten Krankenhausaufenthalt führt, dann kann es zu einer Erkrankung an Legionellen kommen. Probenentnahme in einem Hallenbad. Seit Mitte der 80er Jahre ist den Gesundheitsbehörden die Legionellengefahr bekannt. Doch bislang gibt es weder bundesweite flächendeckende Untersuchungen noch einen verbindlichen Grenzwert. Wann eigentlich beginnt ein Infektionsrisiko für den normalgesunden Besucher eines Hallenbades, für den normalgesunden Bewohner eines Altenheimes? Wir empfehlen weitergehende Maßnahmen bei Konzentrationen im gesamten Warmwassersystem von 10.000 Legionellen pro Liter. Dann besteht nach unserer Auffassung ein entsprechender Handlungsbedarf. Eine Studie der Uni Münster vom Sommer dieses Jahres beweist, dass dieser Richtwert von 10.000 Legionellen pro Liter vor allem in Wohnheimen und Hallenbädern oft drastisch überschritten wird. Untersucht wurden 57 Objekte, 114 Proben wurden gezogen. Mehr als 10.000 Erreger pro Liter fand man in 20% der untersuchten Altenheime und in 50% der Wohnheime. Noch erschreckender die Verseuchung der kommunalen Hallenbäder. Dort fand man in 68% mehr als 10.000 Erreger pro Liter, in 12% mehr als 100.000 Erreger pro Liter,
und in 5% mehr als 1 Million Erreger pro Liter. Spitzenwert 5 Millionen Erreger pro Liter. Alarmierende Ergebnisse. Nach Untersuchungen des Hygieneinstituts Ruhrgebiet in Gelsenkirchen kein Einzelfall. Es ist zu ähnlich bestürzenden Befunden gekommen. Wir können diese Untersuchungen bestätigen, zumindest in unserem Bereich, wissen auch aus der Literatur von anderen Kollegen aus der Bundesrepublik, dass ähnliche Größenordnungen nachgewiesen werden. Wir finden ebenfalls im Schnitt Konzentrationen zwischen 10 bis 100.000 Legionellen pro Liter und haben zum Teil auch Ausreißer bis weit über 1 Million Legionellen pro Liter. Die Stadt Münster reagierte sofort. Alle 2 Wochen wird das Duschwasser aufgeheizt, die Legionellen sterben ab. Wo systematische Kontrollen unterbleiben, riskieren Bade- und Hotelgäste, Heimbewohner und Krankenhauspatienten mit einem Vielfachen der infektiösen Dosis in Berührung zu kommen. Die meisten sind ahnungslos. Haben Sie schon mal was von der Legionärskrankheit gehört? Nein, habe ich noch nicht. Ist mir kein Begriff. Kann ich nichts zu sagen, habe ich noch nicht gehört. Wenn Sie hier ins Hallenbad gehen, rechnen Sie damit, dass Sie da mal eine ernsthafte Erkrankung bekommen könnten? Ernsthafte an und für sich nicht. Vielleicht mal ein Pilz oder so unter Umständen. Aber ernsthafte Krankheit nicht unbedingt. Ich vertraue hier auf die Hygiene. Und das ist an sich ein sehr schönes Bad. Und ich hoffe, dass ich nichts bekomme. Aber die Bäderverwaltungen, die müssten doch informiert sein. Herr Gerz, sind Sie vom Gesundheitsministerium oder den Gesundheitsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen informiert worden, dass für den Hallenbadbetrieb Legionellen eine Gefahr darstellen können? Bis zur Stunde nicht. Kein Einzelfall. Panorama fragte in einer nicht repräsentativen Telefonumfrage Hallenbadbetreiber, Krankenhaus- und Altenheimträger sowie Hotelleitungen in 10 bundesdeutschen Städten, ob sie um die Legionellengefahr wissen. Mehr als die Hälfte hatte noch nie etwas davon gehört. Und das, obwohl das Bundesgesundheitsamt schon 1987 vor den Bakterien in Warmwassersystemen gewarnt hatte. Aus einer Bekanntmachung des Amtes vom 7.7.87. Ein erheblicher Prozentsatz aller Lungenentzündung ist durch Legionellen verursacht. Die Zahl der nicht erkannten Erkrankungen ist hoch. Außerdem sei aus der medizinischen Literatur bekannt, dass bereits kurzfristige Expositionen von Gesunden mit kontaminierten Aerosolen, das heißt erregerhaltiges Luft-Wasser-Gemisch, für die Entstehung der Legionärskrankheit zum Teil mit Todesfolge ausreichend waren. Empfehlung des Berliner Amts: Warmwasseranlagen sollten regelmäßig außerhalb der Benutzungszeiten auf über 60 Grad erwärmt werden. Doch in den meisten Bädern und Heimen wird das Duschwasser, um Energie zu sparen, weiterhin nur auf Körperwärme erhitzt. Kurzfristiges Aufheizen, wie hier gezeigt, bleibt die Ausnahme. Die Bundesländer haben selbst diesen einfachen hygienischen Schutz bisher nicht durchgesetzt. Nur in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Berlin und Rheinland-Pfalz werden wenigstens die Krankenhäuser auf Legionellen untersucht. Das ergab eine Panorama-Umfrage bei den Gesundheitsministern und Senatoren. Bayern will weitere Studien abwarten. In Baden-Württemberg können Interessierte Untersuchungen anfordern. In Hessen werden die Gesundheitsämter nur beim Verdacht einer Infektion tätig. Eine flächendeckende Kontrolle gibt es nirgendwo. Aber auch die Bundesregierung ist dringend gefordert. Wir halten es für sinnvoll, wie es auch in anderen Staaten der Welt bereits praktiziert wird, dass die Legionellose meldepflichtige Erkrankung wird, meldepflichtig nach dem Bundesseuchengesetz. Denn nur dadurch ist es möglich, tatsächlich auch die Infektionsquelle im Umfeld des erkrankten Patienten zu ermitteln und diese dann zu bekämpfen bzw. abzustellen. Doch das Bundesgesundheitsministerium denkt nicht an die Einführung einer generellen Meldepflicht für die Legionärskrankheit. Bei der Bekämpfung der Legionärskrankheit steht die namentliche Meldepflicht, insbesondere da eine Übertragung von Mensch zu Mensch nicht vorkommt, nicht im Vordergrund. Hier sind andere Maßnahmen, die Aufklärung der Ärzteschaft für die richtige Behandlung und vor allem die Suche nach den Quellen, also insbesondere im Warmwasserbereich, im Vordergrund stehend. 5.000 bis 8.000 lebensgefährlich Erkrankte pro Jahr, 5 bis 8 Tote pro Tag, anscheinend nicht genug, um Politiker und Behörden aus ihrer Lethargie zu reißen. Um ein Missverständnis vorzubereiten.